Salztrader. Am Salztrader, aha, okay. Dann haben wir bestimmt ein bisschen Geld dabei. Wir sind in der ist das korrekt? Sehe ich das richtig, dass sie ein bisschen Geld dabei haben? Nein, sie dürfen mich auch gerne auslaufen. Ich habe kein Geld dabei. Okay, lass aber sie laufen, wenn sie beim Salztrader waren, wo waren sie? Wo haben sie denn das Geld dann hingebracht, bitte? Da kam vom Salzfeld. Lass ihn weiter vorne. Ich weiß nicht, das hat irgendwas am... Okay. Hier durfst du, glaube ich, auch keinen ausrauben oder was, keine Ahnung. So, doch, du darfst. Okay, dann fahren Sie bitte weiter. Wir wollen bitte Sie da nicht fort, aufhalten. Bitte weiter fort. Ja. Tschüss. Tschüss. Hast du das Auto gelockt, das Bullenauto? Ja, ich hatte nur einen dabei, das hat nicht funktioniert. Fuck. Achso, ich habe noch eine Frage. Stopp. Hallo? Hätten Sie vielleicht ein paar Lockpicks für uns? Wenn Sie welche haben? Nee, habe ich leider nicht. Ah, oh, danke schön. Ja, okay. Danke trotzdem. Noch bin ich ein ehrlicher. Alles klar, danke. Tschüss. Viel Spaß noch. Gute Weiterfahrt. Bitte fahren Sie vorsichtig. Sorry, hallo? Da hinten ist noch ein wütender Österreicher. Das könnte schon sein, dass er Sie ausraubt. Also müssen Sie bitte aufpassen, ne? Wenn Sie durch die Stadt fahren. Ja. Da ist ein Österreicher, der ist ja, geistig verwirrt, würde ich mal sagen. Also unkriminell und so. Er heißt Cop-Killer, Baby-Cop-Killer. Müssen Sie bitte aufpassen, ja? Ach, der. Ja, ja, wenn Sie den sehen, fahren Sie bitte direkt weiter. Hören Sie nicht auf ihn, fahren Sie einfach weiter. Ja, pass mir auf, ich kann hier jemanden heilen. Ja, das wäre ich, weil er hat auf mich geschossen. Ja, er hat auf mich geschossen. Das ist ja ganz böse. Falls er gefesselt ist, nicht ein bisschen. Ja, genau. Ja. Also passen Sie bitte auf sich auf. Ja, das wäre nett, wenn Sie das tun. Dankeschön. Ein Stück zurück. Ich bin voll, ich habe 75. Von wem auch immer. Ich behandle. Ach so, okay. Oh, herzlichen Dank trotzdem. Vielleicht noch Munition für die 6,5, ich habe nichts. Passen Sie auf ihn sich auf, ja? Viel Spaß noch, tschüss. Und nicht vergessen, Safety first. Genau. Immer schön anschneiden. Immer schön Gummi benutzen, Mann. Und nicht in Teamspeak spielen. Hey, der Cop-Killer hat mir eine Nachricht geschrieben. Ich war so neutral, ich bin nie auf der Kill-Liste. Deine Kollegen sollten doch mal im Forum lesen. Ja. Der kann selbst lesen, Mann. Interessiert mich das Forum. Das machen wir hier die Straßensperre. Wäre noch cooler, wenn wir jetzt ein paar Lockpicks hätten. Was heißt das, wenn wir auf der Liste stehen? Dann können wir gekillt werden, oder? Nein. Ich glaube, da kannst du einfach. Doch, oh, da gibt's irgendwas. Nein. Solange wir nicht in einer Gang, in einer offiziellen Gang sind, darf er uns nicht töten. Einfach so. Er hat uns jetzt auf seine schwarzen Liste gesetzt, in seiner imaginären schwarzen Liste. Ja. Ich geh gleich Lockpicks kaufen, ehrlich. Ja, lass mal. Okay, zwei Leute fahren zurück und wir zwei bewachen hier das Auto. Okay. Allein schon, wenn wir jemanden erschießen müssen, weil die nicht gehorchen, dann können wir danach noch die Autos verkaufen. Hör zu. Sind am Server einer der zweitgrößten und aktiven Gangs. Zweitens möchte gerne Gangs. Was? Oh, was hat denn der für Deutsch, Alter? Man merkt ja. Der Cop-Killer-Typ, der war auch bei uns auf dem Server. Der wurde, glaubt, sofort verwarnt, wenn ich gleich gekickt, weil er nur RDM betrieben hat. Achso, ja, also pass auf, jetzt kommt's, ne? Ja, ganz immer. Wir haben Leute hier auf dem Server gezwungen, hier nicht mehr zu spielen, weil sie die nur angegriffen haben und beschossen haben. Die hatten keine ruhige Minute mehr auf dem Server, deswegen halt. Oh mein Gott, da kannst du dich erinnere ich meinen Namen und dann. Also ist das doch totaler Schwachsinn, was der erzählt hat. Wir werden jetzt mit mir Lockpicks kaufen. Ich schieß mal hier ganz kurz in die Luft. Nee! Nein, Mann! Nicht! Wieso das nicht? Wir bleiben noch hier, hau ab! Nee, jetzt wo mein Auto weg ist, schieße ich dich, Mann. Alter! Lass mich einstellen. Oh, warte, sorry, zugeschlossen. Kann ich ja immer noch reparieren. Nee, sofort mir jetzt zu dritt, ich denke zwei sollen aufpassen. Aber nicht, dass die verschwinden. Ja, jetzt fahr ich auch mit, jetzt will ich auch nicht alleine da bleiben. Na, jetzt kann es sein, dass sie dann irgendwann verschwinden, die Kopfkocher. Ja, so fährt sie zumindest keiner weg. Ach. Flo. Nur Flö im Kopf, oder was? So macht man das bei uns auf dem Server. Ja. Bei euch! Der Admin gesagt, erstmal die Reifen zu schießen. Weißt du, was der Admin hier sagt, wenn du hier auf die Reifen schießt? Dann könnte das Auto explodieren. Erstmal auf die Reifen schießen, wenn wir Überfälle machen oder so. Als kleinen Tipp. Ja, ist ja auch richtig so. Ich hab. Ja, aber du, ich hab schon auf Reifen geschossen, ist das Auto explodiert. Flo umfahren ist auf dem Server verboten. Deswegen, also man darf. Auf dem Server verboten? Leute umfahren. Ja. Darfst du nicht. Was? Ich weiß schon, was verboten ist, sowas. Das ist aber auf unserem Server die gleichen Regeln.
Spann dich mal hier safe so. Der BB-Mann ist wieder da. Oh, da kommt deine Riesengang. Boah! Hast du kein Geld mehr für ein vernünftiges Auto? Oder was ist los? Yo, Nicker. Yo, Nicker. Ah, das andere Auto. Ja, da musst du mal gucken, wo das ist. Na, vielleicht haben wir weitergefahren. Wir haben es ein bisschen um die Ecke gefahren, so 3 Kilometer. Musst du mal gucken, ob du es findest. Ne? Viel Spaß noch beim Suchen. Tschüss. Tschüss, Mann. Tschüss. Hör auf, Mann. Das war der BB-Mann. So, also, lass jetzt zum Auto. Komm. Und lass das Bullenauto holen. Lass jetzt Lockpicks kaufen. Ich hab noch Werkzeugkiste. Los, fahr jetzt zum Markt, bitte. Ich brauch einmal Essen und einmal Trinken. Ja, fahr zum Markt. Das ist ein Überlappen. Der eine will das, der eine will das, Mann. Ja, also. Ich geb ihm. Tschüssi, Jungs, einmal Essen. Kommt der hier mit seinem Quad? Ja, ja, kommt der mit seinem Quad angefahren. Von wegen, der ist übelst reich noch. Vor allem, ganz ehrlich, seine Kumpels haben ihn ja schlecht abgeholt, wa? Der zweitgrößte Server, ja, ist klar. ist logisch, ey. Das find ich gut. So, ich hab Lockpicks dabei jetzt. Jetzt geht's ab, ey, Jungs. Das ist alles Spaß. Lass einsteigen. Schon wieder ein Auto. Jo, jo. Das ist doch bestimmt der, den überfallen wir jetzt wieder. Wie sagst du, ey? Der Bimmelmann, der wird noch verfluchen, dass er sich mit uns angelegt hat. Ey. Oh, der hat echt Glück, dass wir nicht so oft spielen hier auf dem Server, ne? Ja. Oh ja. Ich hab mir noch was zum Saufen. Jo. Ganz ehrlich, der wird uns die Hölle zum Werden machen hier, ey. Ach ja, schon witzig, so ein Typ. Ja. Aber es gibt immer so einen, der ausflippt. Wir hatten aber schon mal einen, der so ausgerastet ist. Ja! Nur nicht mal bei den Typen, den du bei der Apfelplantage, der wollte ich echt auf Rache töten, hier killen, umbringen, fahren und alle. Da hat er übelst beleidigt und alles, ne? Ja, der wollte richtig Blut sehen, ey. Wow! Leute! Ja. Ja, sorry. Jo. Alles klar, ja. Bist du noch tot? Nee, ich bin nicht tot, aber fast. Bist du tot? Nee. Na gut. Weißt du, was passiert ist? Nee. Ich erschieß dich aber. Hör auf. Ich hab getrunken und bin mit der Flasche an die Maus gekommen. Und der hat gesagt, du sollst trinken und Auto fahren gleichzeitig. Kannst du mir das bitte verraten? Leute, lass das Bullenauto holen und dann fahren wir nochmal zum... Warte, darf ich mich noch verbinden, bevor du mich überfährst? Kannst du mich auch heilen? Nee, nein. Oh, dann kill ich dich jetzt. Ja. Achtung, das ist ein Überfall. Ja, ich bin im Auto. Oh, Alter, jetzt fahr ich noch mit meinem Auto weg. Ja, ich fahr jetzt. Los, komm, ey, die Bullen kommen, los, schnell. Ganz steig ein, Mann. Du kannst nicht fahren, du hast getrunken. Ich hab 2 Bier und fahr bestimmt besser, ey. Guck mal, ich bin Toni, guck mal, ich bin Toni. Oh! Das Ding hält trotzdem was aus, ne? Toni! Fuck you, Mann! Also, und Scherz. Flo hat es wieder nicht mitgekriegt. Nee, ich bin Toni. Wieder auf 2 Reifen gefahren? Der guckt auf deine HP-Anzahl. Oh! Toni hat getrunken. Die Schranken sind zu. Nur eine, das ist unsere, das waren wir. Ja, das waren wir. Das ist noch beim Alten. Das ist alles noch so beim Alten. Jetzt müsste der Bulle rauskommen und losschießen, bist du ein Kranker. Ja. Das war echt witzig. Bischer, was machst du? Was soll ich machen? Ich fahr da rein. Ja. Hä? Wie, also bei mir. Achso. Anders Steine. Ey, die lachen, ja. Repariert bitte jemand das Auto? Danke. Jo. Ich will eh mal in meinem Polizeiauto fahren. Ja, kannst ja machen. Ich fahr mit. Wir rennen die ganze Zeit gegen die Wand davor. Ja, sag mal doch so raten, ey. Komm, jetzt gegen das Polizeiauto, pass auf. Jetzt rennst du die ganze Zeit an. Alter, jetzt ist der auch noch. Repair Vehicle. Mach mal Lockpicke hier. Ich picke dich jetzt. Renn die ganze Zeit gegen das Polizeiauto. Ich hab ein paar Donuts und Kaffee dabei. Will jemand einen Kaffee und einen Donut? Das ist im Boden festgepackt. Das kommt wieder raus jetzt. Ja, ist schon. Na super, jetzt habe ich keine Erste-Hilfe-Dinger mehr, oder was? Oh, ich will fahren, Mann! Juhu!
Wer sitzt am Steuer? Boah, lass mich doch mal fahren, Alter. Wer sitzt denn am Steuer? Lukas sitzt am Steuer. Ich hab doch gerade. Alter, auf zu schießen auf unser Auto! Am SUV, Polizei SUV, Mann. Lukas ist Assi. Ja komm, dann kannst du mitfahren. Weg. Fahr ich Ifrit. Fahren wir den Ifrit jetzt ich sitz da schon hin. Wir fahren den Ifrit jetzt. Ich muss mal nach Atira fahren. Geht dir das Blau nicht an? Ey Leute, nein, das geht nicht an. Boah, der Toni? Toni, ja? Wir fahren jetzt zurück und fahren den Ifrit in die Garage bringen. Dann steigen wir mal auf. Also. Okay. Du musst aber die Leute am Rebell Auto. Wartet mal ganz kurz. Wartet mal ganz kurz. Vorwarnen, ne? Das ja. Mit ja. Ja. Machen wir. So. Sorry, das musste jetzt sein. Jetzt kommt gleich ein Smanky Bots Band. Das muss man drehen. Richtig, richtig. Das macht jetzt so. Perfekt. Alter, macht das Auto nicht kaputt. Natürlich euch beide, ne? Hey! Hey, den Himmel, hör, hör, ja. Polizei stehen, Polizei stehen, bleiben! Jetzt aber schnell, Leute! Der ist weg, oder? Scheiße. Ja, der ist weg. Der Scheiß drauf. Fährt da rein? Nein, 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 das ist der Babymann. Ehrlich? Ja. Jetzt hat er sich ein krasses Auto rausgeholt, das sei. Aussteigen! Aussteigen! Aussteigen, anhalten, anhalten. Wow, das ist total scheiße. Anhalten. Da waren drei Leute drin, oder? Alter, ist das du schon wieder? Was wird denn? Ja, was wird das wohl? Ein Überfall. Alter Schwede, jetzt gehst du aber auf die Eier schon. Jetzt bist du so in Arsch. Finger vom Auto. Finger vom Auto. Weg hier. Wer hat den gefangen? Was soll denn der Scheiß jetzt? Das ist ein Überfall. So Leute, wie viel Geld habt ihr denn dabei? So Leute, Polizei. Leute, Polizei. Wir sind hier die neue Polizei. Wir sind hier die neue Polizei, ja? Wundert euch nicht. Ob der noch erst ja. Ihr wisst gar nicht, mit wem ihr euch angelegt habt. Oh, schon wieder einer. Guck mal, Bibi-Clan. Ah, hallöchen. Der zweite Kumpel von uns. Ja, du bist so ja, schauen wir jetzt vorlang und jetzt holen wir unsere anderen Leute und die kommen online und jetzt. Oh, ja, ja. Kannst du gleich einmal eine Kriegserklärung. Du kannst mich gleich einmal killen, ja? Nö, warum? Weil das ja, nächste, was ziehst, ist eine 50er, die durch deinen Trollkopf durchfährt. Nein. Doch nicht so unfreundlich. Hallo, Österreicher sind schon wieder so ein unfreundlicher Wiener. Ja. Wir dürfen uns schießen, weil wir keine Gang sind. Hallo, hallo, hallo. Schön freundlich bleiben. Ja, was ist mit mir? Ja, ich hab ihn schon einen abgezogen. Ich hab ihn schon rausgenommen. Ja, warte. Ich kann nicht mehr. Ich pack hier rein. Denkst du, es kommt auf Masse an? Dann hole ich mit den zwei anderen raus. Guck bloß auf unser YouTube-Channel, da weißt du, wie wir Westland spielen, da weißt du, wie wir euch hier zu reisen werden. Jungs, ihr wisst, Jungs, jetzt mal ganz ehrlich, ihr wisst nicht, mit wem ihr euch anlegt, ich tu mal so. Aber wir zwinkern euch nicht zu, ne? Die Koppe, Bitch, Pussy! So. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend, ne? Viel Spaß noch. Denk mal, ihr wird das brauchen. Ich empfessel sie. Genau. Übelst die Gang hier und macht sich Gerät hat er sich geleistet. Kauf dir mal ein paar Unterhosen, Mann. Du siehst so nackig aus. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, ne? Cheerio. Weißt du, richtig geil. Ich hätte noch keine Waffen, nichts, ne? Nee, da konnte ich noch ein Nachtsichtgerät leisten, das war's. Echt, das ist echt arm, ey. Und vor allen Dingen ist die eine Koche für den totalen Schrott, ne? Weil wir die ganze Zeit so viele Spucken und dann durch hier sind. Ja, vor allen Dingen, was hat er gesagt? Ja, ich will jetzt mein anderes Auto raus. Ja, ja, ganz ehrlich, warum spuckt er so große Töne? Ganz ehrlich, ey. Sollen das? Der SUV fährt da nicht wirklich schnell von die Bude, ne? Nö, ich schätze mal ein bisschen schneller als der normale, ne? Nee, langsam, ich fahr grad nur 140. Ist aber alles scheiße. Nee, ist alles weiß. Ja, dann ist er bestimmt beschädigt, irgendwo. Okay.
Der Schwulbus ist ja schnell zu schnell vorne. Nee, wir steigen jetzt hier mit. Ja, aber trotzdem. Leute, wir steigen jetzt um alle in das Polizeiauto, ne? Bringen den vierten Zweck in die Garage. Genau. Und steigen ins Polizeiauto. Er hat aber gesagt, ich bringe meinen Gefrit heute noch. Ja, stimmt, ja. Ach komm, du bist doch nicht auf seine Liste. Du bist ein Bettlos. Komm, hier ist nicht mehr so lang. Bau mir die rein, Alter. Ja, Alter, wo bremst du? Bist du wahnsinnig? Ja, hier geht's zur Garage, du Heini. Ja, aber wenn ich so schnell bin, dann fahre ich die nächste rein. Ich will hier... Oh, warte, bitte, der Assistent. Hopp da! Scheiß Bulle. Ich hatte gerade Medical Assistenz hier, Mann, jetzt wegen dir nicht mehr. So eine Scheiße, jetzt. Bei mir Geld. Wir hatten für uns jetzt selber Autohehle programmiert, wo man geklaute Autos verkaufen kann. Da aussteigen? Und dann war der Hauptadmin dagegen. Ja, du kannst einfach einparken. Das bei mir geht's raus. Bei mir gibt's niemand. Du musst klicken einfach. Ach ja, schon lustig. Ein anderes Auto aufgeschrottet. Ich brauch mal endlich Munition, ne? Ja, jetzt wird's mal ab, jetzt stressen wir nicht hier alle rum, ja, meine. Geh mal erst mal mir ein Heal-Kit kaufen, weil ich so doof bin, mich dort zu heilen. Ja, ich brauch sowas auch. Ja, tut das mal. Und ich tu jetzt mal meinen Ifrit in der Garage stellen. Jetzt können sie den ganzen Witten wie ich laufen, ne? Um ein Repair-Kit zu kaufen, die Nutz. So, wir unterbrechen mal die Aufnahme, bis zum nächsten BB-Typ. Ja, hier ist noch...